Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map. Wir spielen mit Seasons, Real Manual Transmission und so Dinge halt, ne? Und ja, genau, Story. Also wir haben hier eine Story und so weiter, das ist die Story-Serie. Wie gesagt, Holzer Map und ja, bla bla bla, Intro und so weiter. Mann, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist immer noch nicht so, ne, wie Lost Park. 150 Folgen, das Intro, das bleibt einfach im Kopf stecken. Da kommt man nicht so gut wieder rein. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt? Folge 13, glaube ich, ne? Folge 13. Jedenfalls, ja, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da auf Holzer Map. Tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat seit dem letzten Video. Ist, glaube ich, eine gute Woche her. Ein bisschen länger sogar wie eine Woche, glaube ich. Nicht ganz sicher. Jedenfalls, weiter geht's. Und ja, ich habe jetzt hier für euch gleich mal eine Zeitrafferaufnahme von gestern Abend. Ich habe gestern Abend noch mal ein paar Ballen zusammengefahren. Ich glaube, alle. Ich hoffe, alle. Wobei, ich habe morgen vom Balkon runtergeschaut und habe festgestellt, nope. Wir haben da noch ein bisschen Ballen liegen. Also, ja. Hier habe ich gestern Nacht nicht mehr gesehen. Dann jedenfalls, Zeitrafferaufnahme von gestern Abend. Wünsche euch viel Spaß damit. Ist ein bisschen dunkel, ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, ich meine, geht halt nicht anders, wenn es dunkel ist. Und ja, nachdem ich das eingespielt habe, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ja, da wären wir wieder zurück und ja, bevor wir jetzt hier groß Schlepper anschmeißen, beziehungsweise, Moment mal, wir machen das so. Wir schmeißen jetzt erstmal den Schlepper an. So. Und ja, ganz kurz durchlüften. Und ja, dann gucken wir mal Frontlader hoch, jawohl. Ich wollte es eigentlich noch nicht gleich loslegen damit, ne? Aber, obwohl, nee, wir machen das so, wir machen das so. Wir lassen den erstmal ganz kurz warm laufen. Ist zwar noch nicht so. Oh, Bremslichter hängen fest. Na gut. Also, der Deutsche hat echt so viel Macken, das gibt's gar nicht, ne? Wie gesagt, wir lassen den ganz kurz warm laufen. Es ist schon ziemlich kühl heute Morgen. Und ich weiß, Schlepper warm laufen und lassen und so weiter. Weiß mir nicht so recht, ob das wirklich gut oder schlecht ist für den Motor und so weiter. Aber, ja, was soll ich groß sagen? Wir machen das nun mal jetzt halt so, weil ich hier gerade mal noch schauen wollte, wie viele Ballen wir hier noch liegen haben. Und ich muss feststellen, ich habe einige mehr übersehen, als ich dachte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, 8. 8 Stück liegen noch hier. Gut, die müssen wir dann jetzt wohl gleich mal beiseite räumen. Es ist immer noch ein bisschen dus und im Herbst wird es einfach so spät hell. Ach ja, na, es ist, ich finde das im Sommer wesentlich angenehm, wenn man morgens um 6 rauskommt, dann schon taghell ist draußen und so. Zack, fertig für den Tag und so. Och, naja, und anstattdessen hängt man hier so ein bisschen rum und denkt sich, Menschenskind, wird es nicht langsam hell. Wenigstens hat sich der Nebel verzogen, aber trotzdem, es ist noch richtig, richtig duster. Und, ja. Ich weiß ja nicht. Aber, deswegen habe ich jetzt hier beide Fenster auf, um Deutschen, dass ich wenigstens wach werde. Jetzt werden wir nämlich uns mal auf den Weg machen. Ich kann tatsächlich noch die Lichter anmachen. Hier, Menschenskind, so duster ist er noch.
kommt einem gar nicht so duster vor, ne? Aber wenn man dann irgendwie Licht anmacht, dann merkt man erstmal, wie duster es ist im Vergleich. So. Ja, ich muss noch Gänge finden, meine Güte. Ich wollte mit euch mal über was reden. Und zwar, über die finanzielle Seite von unserem Hof hier. Haben wir ja noch nicht so groß drüber gesprochen. Und ihr seht das, ne? Ich habe im Moment nicht wenig Kohle vergleichsweise mit dem, was ihr in der früheren Losbar so kanntet. Es ist allerdings so, dass das meiste Geld ist ja. So ist jetzt gerade die Frage, ob der Flöppern ein bisschen laut ist. Und irgendwie zieht es mir jetzt auf. Also mache ich doch die Klappen wieder zu hier, Menschenskind. So. Also. Das meiste Geld ist ja tatsächlich hier, was ich aus Losbach mitgenommen habe. Ne? Im Grunde, die Menge, ne? die Menge an das ist schwierig. Fangen wir nochmal von vorne an. Also, bei Losbach habe ich das so gemacht. Ne? Als ich den Hof in Losbach meinen Neffen übertrieben habe, habe ich ja die Summe, die ich damals in den Hof investiert hatte, aus meinem privaten Vermögen wieder mit rausgenommen. Und das waren glaube ich um die 120.000, 125.000 oder so. Und die habe ich jetzt wieder. Und die kam eben zu dem dazu, was quasi der Hof hier an Rücklagen hatte. Und das seht ihr jetzt oben, da sind wir jetzt insgesamt bei 205.000. Problem ist, dass der Hof nur ganz knapp am Gewinn am Erwirtschaften ist. Also das ist hier, ist wirklich ganz eng im Moment. Wir kommen gerade so über die Runden, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann müssen wir eben aus diesen Rücklagen erwirtschaften. Und es ist auch so, dass auf dem Hof Schulden sind. Also sind definitiv nicht schuldenfrei. Ich meine, der Hof an sich, ne, der ist geerbt und der ist schon ewig lang in der Familie von meiner Frau. Da ist also nicht das Problem damit. Das Problem ist halt die ganze Neuanschaffung. Also ein Umbau für den Hofladen, Umbau für an der Stallgeschichte unten und so weiter. Da haben wir immer wieder Kredite für aufgenommen. Und Maschinen jetzt eher weniger. Ne? Also die meisten Maschinen hier sind tatsächlich abbezahlt. Wir haben ja auch einen nicht ganz so großen modernen Fuhrpark. Wobei ja schon, die Maschinen sind ja schon teilweise modern, aber es sind günstige Sachen. Ich meine, das Samasmesser zum Beispiel, das ist jetzt kein Pöttinger, ne, das ist was günstigeres. Das hat sich, ne, das wurde zwar auch finanziert, als es gekauft wurde, aber ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahre dürfte das jetzt alt sein. Soweit ich weiß, ich müsste nochmal nachgucken, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle, aber soweit ich weiß, ist das abbezahlt. Ne, und ansonsten glaube ich auch, dass alle Maschinen abbezahlt sind, wobei beim Fliegelanhänger, beim großen Kipper bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der schon abbezahlt ist. Na, aber sind jedenfalls, das sind das lauter kleinere Kredite gewesen, eine kleine Finanzierung, teilweise auch über das Werk, ne, oder über den Händler und solche Dinge halt. Allerdings, wie gesagt, ne, sonst, wir haben jetzt hier keinen neuen Schlepper, der 400.000 Euro gekostet hat oder so, sondern das hält sich alles in Grenzen. Wie gesagt, das meiste ist, soweit ich weiß, abbezahlt und eventuell der Fliegelanhänger, bin mir nicht ganz sicher, müsst nachdenken oder nachgucken, ne, ob da sonst noch irgendwas ist. Aber ich meine, der Eichel ist schon ewig lang in der Familie, der Deutz hier, der ist auch gebraucht gekauft worden, denn ist auch schon einige Jahre hier und alles abbezahlt. Ne? Ich meine, das ist ja auch, sind ja auch keine so großen Summen. Deswegen, Mensch, hast hier noch viele Ballen. Wo tue ich die am besten hin? Ja, deswegen, Moment. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Wir stehen finanziell nicht ganz schlecht da, aber wie gesagt, wir haben im Moment ein Gewinnproblem. Wir verdienen halt fast nichts. Ne? Also, wir verdienen halt fast nichts. Was jetzt wirklich hoffentlich ein bisschen Geld einbringt, ist eben hier die ganzen Silageballen, ne, dass wir da gut was verkaufen können. Erst recht in einem Jahr mit Futterknappheit, da kann man da auch ein bisschen teurer verkaufen. Und ich meine, wir haben den Vorteil, wir haben keine Stammkunden, das ist ein bisschen was anderes. Na, die Leute, die Stammkunden haben, wo sie jedes Jahr beliefern, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer, die Preise zu erhöhen in so einem schlechten Jahr wie jetzt. Aber wir haben ja keine Stammkunden, das heißt, wir beliefern eh Leute, die eben gerade was brauchen, was sie üblicherweise nicht brauchen. Und deswegen denke ich mal, können wir uns da durchaus am Marktpreis dann orientieren und nicht gucken, dass wir die Preise halten, die eben für die letzten Jahre so üblich waren. Da denke mal, da können wir guten Gewissens dann einfach mal schauen, mal abwarten, ne, was denn so eine Silageballe im Moment dann üblich ist, wenn wir sie verkaufen und dann uns da in etwa orientieren. Deswegen, ne, das ist so ziemlich unser einziges wirkliches Einkommen, abgesehen von dem Hofladen und den Tieren und die Geschichten. Ne. Was natürlich gut läuft, ist der Pferdepension und das Ferienhaus und so. Aber das Doofe ist halt, das ist tatsächlich so,
dass wir im Grunde damit am meisten verdienen. Also Ferienhaus und Pferdepension ist im Grunde unsere Haupteinnahmequelle. Mit ein paar Kühen, ne, die wir da mästen, da kommt nicht viel bei rum. Ne? Also das lohnt sich fast nicht. Ne? Der Aufwand lohnt sich fast nicht für die paar Kühe. Also recht, und bedenken, wie viele Maschinen wir letzten Endes dafür dann auch brauchen. Wenn wir tatsächlich unsere Kühe weggeben würden, die meisten Maschinen abgeben würden, Futter für die Tiere kaufen würden, für die Pferde, dann könnte es durchaus sein, dass wir mehr verdienen würden als wie im Moment. Weil, wie gesagt, also, ich meine, gut, es hat Vorteile. Ne? Wenn wir für die Pferde unser eigenes Heu machen und so, müssen wir letzten Endes nicht kaufen. Aber Heu ist immer noch das günstigste. Ne? Ich meine, so ein Pferd, das kostet doch einiges an Futter. Ne? Ich meine, man braucht Hafer, man braucht Kraftfutter und dann haben die, manche Pferde brauchen spezielles Kraftfutter und so weiter. Ich meine, wenn die Pferde ein teures Spezialfutter brauchen und so, wird natürlich mit den Besitzern wieder verrechnet, dass die eben entsprechend mehr zahlen für die Pension. Aber letzten Endes ist quasi das Heu fast das günstigste, was die Pferde fressen und verbrauchen. Deswegen sparen wir uns da nicht ganz so viel. Gut, ich meine, wir haben die Maschinen und so, deswegen, aber ja, nur mal so rein theoretisch oder rein rechnen. Also, und wie gesagt, mit den Kühen, die paar Kühe, die wir haben, und ne, ich meine, Milch ist ja sowieso nicht, ist sowieso eine Bullenmast, die dann eben, ne, für das Fleisch gezüchtet werden. Aber das ist einfach, im Moment ist sowieso, sind die Preise ziemlich im Keller. Und wir haben hier zwar eine Bio, aber das hilft halt nicht. Ja, also Bio ist im Moment auch, die Preise werden trotzdem gedrückt. Ich meine, die ganzen großen Supermarktketten und so weiter, überall gibt es mittlerweile Bio. Und wir haben halt kein richtiges Bioland-Siegel oder so, sondern wir sind eben einfach nur ganz normal in Deutschland Bio, müsste das sein. Das ist ja ähnlich wie EU-Bio, nur mit so ein bisschen paar mehr Regelungen. Und deswegen müssen wir uns halt leider an den Preisen orientieren, die Supermarktketten zahlen. Und da haben wir ein bisschen ein Problem. Das ist einfach, ich meine, es ist immer noch mehr als für konventionelles, aber wenn man davon ausgeht, dass eben auch die ganze Herstellung und so weiter teurer ist, dann ist es so ein bisschen ja, schade eigentlich, ne, schade. Wobei wir jetzt natürlich bei unserem Bullenmast nicht so viel teurer in der Herstellung sind wie ein konventionelles Fleisch. Ich meine, unsere Stallbelegung ist natürlich geringer, dadurch, dass wir eben Bio höhere Auflagen haben. Aber die Stallbelegung ist sowieso so, dass quasi nach meinem Empfinden ist. Ne? Also ich würde nicht mehr Kühe in den Stall packen, also wenn wir konventioneller Betrieb wären, weil ich denke mal, die Kühe brauchen ja auch Platz. Deswegen, wenn man einfach mit ein bisschen gesundem Menschenverstand daran geht, ja, im Sinne des Tierwohls und so, dann muss man nicht unbedingt Bio haben. Ich denke mal, da kann man auch so ganz gut drauf kommen, wie viel Platz so ein Tier haben sollte. Ich weiß nicht, ne, vielleicht können wir noch zwei, drei mehr Kühe reintun. Wir haben ja die zwei Ställe und die große Weide und so. Aber viel mehr jedenfalls nicht. Na, viel mehr jedenfalls nicht. Und ja, ich denke mal, auch mit dem Bioauflagen bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher im Moment, was denn letzten Endes, wie viel Quadratmeter wir tatsächlich haben und wie die Belegung, quasi die maximale Belegung aussehen würde. Wir haben sie noch nicht ganz erreicht, aber wir sind jedenfalls nicht dran. Ja, ansonsten, ich meine, wie gesagt, wir stellen hier unser eigenes Heu her und wir füttern jetzt kein besonderes Kraftfutter dazu. Die wachsen und mästen ziemlich langsam. Was natürlich für uns den Preis niedrig hält, ne, für einfach im Unterhalt der Tiere. Aber wie gesagt, das ist halt, man kriegt da nie mehr so wirklich sonderlich viel Geld dafür. Und im Moment zumindest. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Genau, deswegen ist es auch nur so möglich. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie hochwertiges Biokraftfutter kaufen würden oder so, gut, ich meine, dann würden wir die Tiere eventuell schneller mästen, dann könnte man sie schneller schlachten, dann könnte man, hätte man schneller durchrotieren. Aber ich glaube nicht, dass sich das groß tragen würde. Ja, ne, dann ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt auch keinen vollen Kreislauf, ne, deswegen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Ackerbau, weil man muss ja dann trotzdem Biofutter kaufen. Wie gesagt, wir haben jetzt kein Futter dazu. Aber das Problem, was wir im Moment haben, ist mit den Pferden. Das Problem, was wir haben, ist mit den Pferden. Die Pferde, wegen dem Kreislauf. Mist. Also Pferde machen Mist, ne? Und der Mist, der kommt ja bei uns auf die Wald und Wiesen. Und der muss bio sein, der Mist, weil sonst können wir die natürlich nicht auf unsere Wald und Wiesen streuen. Das heißt, dass die Tiere zu einem gewissen Prozentsatz an die Pferde mit Biofutter gefüttert werden müssen. Ihr habt den Prozentsatz jetzt nicht im Kopf für das ganz normale Siegel. Jedenfalls ist ein gewisser Prozentsatz, ich weiß gar nicht, 10% oder 20%, ein relativ großer Prozentsatz sogar, ne, was nicht bio tatsächlich dabei gefüttert werden darf. Aber eben, es ist trotzdem ein begrenzter Prozentsatz. Und wir müssen halt wirklich immer aufpassen mit den Pferden, dass wir die quasi so füttern,
dass wir eben unter dieser Grenze bleiben, sodass wir den Pferdemist auch selber verwenden können. Weil wenn wir nämlich den Pferdemist nicht mehr selber verwenden können, dann fehlt uns natürlich eine ganze Menge Nährstoff für den Boden. Und ja, dann müssen wir den auch loswerden. Von daher, das ist alles nicht ganz so einfach. Deswegen, gerade eine Pferde, die irgendwie Spezialfutter oder sonst irgendwas brauchen, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da müssen wir dann echt durchrechnen, na, wie viel Prozent kriegst du davon, wie viel Prozent kriegst du davon. Und ich meine, den Hafer müssen wir halt tatsächlich als Bio kaufen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir können nicht, wie gesagt, so Spezialfutter, Kraftfutter, sonst irgendwas, muss nicht zwingend Bio sein, weil wir da eben unter die Prozentgrenze fallen, weil das ist ja auch mengenmäßig relativ wenig. Aber ne, der Hafer, der quasi das Haupt, eine Hauptkraftfutter für die meisten Pferde ist, ne, die Hafermischung, die ist Bio und die ist richtig teuer. Und die können wir halt auch nicht unbedingt eins zu eins an unsere Kunden umlegen, weil die wollen ja nicht unbedingt, dass wir hier Biohaltung machen, sondern das ist ja wegen uns. Ne? Das ist eben wegen dem Mist und so weiter, dass wir einen vollen Kreislauf hier in dem Hof haben. Ich meine, wir haben uns das schon manchmal überlegt, wenn man nicht das separieren würde. Ne? Wenn man die Pferde tatsächlich rausnimmt und sagt, okay, Pferdehaltung ist nicht mehr Bio. Aber das Problem ist dann, das ist über die Hälfte des Mistes, der bei uns anfällt, ist von den Pferden. Da müssen wir gucken, wie wir den unterkriegen. Da könnte man zum Beispiel gucken, dass wir irgendwie ein, zwei Felder rausnehmen, ein, zwei Felder nicht Bio machen und dann da irgendwie nicht Bio-Getreide oder sowas anpflanzen oder so. Aber das ist ja auch Blödsinn, weil da müssen wir uns eine Spritze kaufen, ne? Weil da müssen wir spritzen, ansonsten können wir wieder, kann man vergessen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht Bio-Getreideanbau zum Nicht-Bio-Preis verkauft, aber ist trotzdem wie Bio-Anbau, dann verdiene ich ja eh ziemlich wenig dran. Deswegen müsste ich mir dann eventuell auch ja, das so frei halten, dass ich spritzen könnte, falls da wirklich mal ein ernster Befall ist. Natürlich nicht so heftig, wie man in konventionellen Betrieben gespritzt wird, das muss nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, da müsste ich mir trotzdem das frei halten, dass ich zur Not, wenn es eben dann tatsächlich mal ein entsprechender Befall gibt oder so oder entsprechende Ausfälle zu erwarten sind, dass man dann spritzen könnte und das sind wieder, ne, das lohnt sich wieder nicht mehr. Also es lohnt sich nicht, wenn ich mir eine Spritze kaufe. Deswegen, ja, wir sind ein bisschen in eine festgefahrene Situation so und das Einzige, was im Grunde unsere Rettung in Anführungszeichen ist, ist der Hofladen, weil ne, da können wir zum Beispiel unser Fleisch direkt verkaufen für wesentlich mehr Geld als wenn wir es an den Großmarkt abgeben. Wesentlich mehr, also das macht einen riesengroßen Unterschied, wenn wir das Fleisch direkt verkaufen. Und ich meine, die Leute, die zahlen dann auch gerne mehr dafür, weil es eben tatsächlich hier vor Ort ist. Ne? Die Leute, die können auch gerne mal runtergehen und die Kühe angucken und so. Problem ist halt bei der ganzen Geschichte, wir haben nicht wirklich Umsatz, ne? Also nicht Masse. Ne? Der Hofladen ist hier ziemlich weit draußen. Es ist hier zwar ein Touristenparadies und entsprechend haben wir viel Laufverkehr, eine Laufkundschaft durch das Café, die dann eben einfach nachmittags sich reinsetzen und einen Kaffee trinken und ich muss die Lichter ausmachen. Aber problematisch an der ganzen Sache ist halt, ne, unsere eigenen hofeigenen Produkte, ne, Fleisch und sowas, wird man da nur sehr schwer los. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, auch die Partnerschaft mit den anderen Hof- und Hofladen, um eben eine größere Produktvielfalt anzubieten. Und ja, die Kernprodukte, ne, die richtigen Lebensmittel, sind nicht unser Verkaufsschlag. Unser Verkaufsschlag ist halt tatsächlich der Tee, Kaffee und Kuh. Und das ist natürlich auch alles Bio bei uns, was natürlich bedeutet, dass es im Einkauf wieder teuer ist. Und ja, unsere Gewinnspanne da nicht ganz so groß ist. Das heißt, auch der Hofladen, vor allem wenn man bedenkt, dass eben na, tatsächlich eigentlich den ganzen Tag jemand da sein muss, immer wenn er offen ist, muss jemand drinstehen, ist kein großes Gewinngeschäft. Ich würde nicht sagen Verlustgeschäft, aber es macht auch nicht wirklich Gewinn. Es ist ein Haufen Arbeit und es ist Überzeugung und so. Und ich denke mal, Direktvermarktung ist auch wirklich was, wo wir im Allgemeinen wieder hin müssen, aber ja. Es ist im Moment echt schwierig. Wenn jetzt, wir gucken hier gerade mal noch rein, ne, in die Finanzen, dann könnt ihr das mal eben sehen. Ja, mit 105.000 haben wir im Moment Schulden, quasi eine direkte Schulden bei der Bank für eine Umbauten am Hofladen und so weiter. Das sind relativ neue Schulden. Ja, ach ja, was ich ganz vergessen habe, dieses Haus hier, da liegen auch noch Schulden drauf. Ne, dieses Haus, als wir das neu gebaut haben, da haben wir hier den alten Pferdestall hier haben wir renoviert. Der ist sehr viel neu gebaut dann und da haben wir dieses Haus dran gebaut. Das ist aber über eine Baufinanzierung geschehen und das ist auch ein tourismusförderndes Programm hier gewesen, wo hier der Kredit so einen relativ niedrigen Zinssatz zur damaligen Zeit gewesen ist. Ne? Ich glaube 1,1% oder sowas, was damals echt richtig niedrig war. Und ja, das ist hier nicht mit eingerechnet. Das ist bei unserem normalen Bankkredit nicht mit drin. Das dürften nochmal so an die 100.000 im Moment sein. Das war natürlich teurer, war mehr als 100.000 das ganze Ding. Aber es wurde ja auch schon was zurückgezahlt. Von daher, ich glaube, es sind auch nochmal um die 100.000 übrig. Ja, ansonsten, wie gesagt, war hier eigentlich so ziemlich alles abbezahlt, wenn ich mir so umgucke. Doch, fällt mir eigentlich nichts ein. Ah, doch, ne, auf der Presse hier. Ich glaube, auf der Presse ist auch noch Restkredit drauf. Auf der müsste auch noch. Müsste ich in den Unterlagen schauen, wie viel da noch übrig ist.
Ja, ihr seht das, ne? Also der Hof schwimmt nicht im Geld, auch wenn er so aussieht, dass wir im Moment deutlich hohen Kontostand haben, weil ich eben einfach die 120 mit reingebracht habe von Losberg, schwimmen wir nicht im Geld. Und ja, ich denke mal, dass, beziehungsweise wir haben es im Moment so geplant, dass wir vermutlich einen Teil von eben dem, was ich hier von dem Vermögen, in Anführungszeichen, was ich von Losberg mit reingebracht habe, dass wir einen Teil davon in quasi in der Kreditrückzahlung, eine Sonderzahlung investieren. Wir müssen nur gucken, wie da die Konditionen sind, ob das uns was bringt oder nicht. Wenn es uns nichts bringt, dann werden wir ganz regulär den Kredit zurückzahlen und werden uns überlegen, wie wir das irgendwie. Ich meine, ich halte nicht viel von Geld anlegen, so gerade im Hof. Das heißt, wenn, dann müssen wir es tatsächlich im Hof anlegen, ne? Irgendwie irgendwas umbauen. Es ist ja so, dass wir hier schon länger drüber nachdenken, den Hofladen hier reinzubauen, in den alten Stall hier, weil das eben da drüben eine blöde Situation ist mit unserem Haus und im Grunde unser ganzes Untergeschoss für den Hofladen hergegeben. Ich meine, das hier ist im Grunde ungenutzt. Das ist auch aus Bio-Betrieb sich nicht wirklich mehr nutzbar. Ich meine, man könnte hier vielleicht Hühner reintun, aber als Kuhstall ist es so nicht nutzbar. Und beziehungsweise nur mit sehr großen Umbaumaßnahmen und dann trotzdem eine geringe Belegung. Da sind wir da unten. Na, wenn wir tatsächlich noch mehr Kühe haben wollten, dann wäre es wesentlich, wesentlich einfacher, nochmal so einen offenen Laufstall da unten hinzusetzen. Na, wie wir jetzt hier schon haben, ich laufe mir hier entlang, dass ich nicht runter muss. Na, dass wir einfach weiter hinten nochmal so einen offenen Laufstall hinsetzen würden. Und da haben wir ja nochmal eine Weide. Also von daher, das wäre wesentlich einfacher und günstiger. Deswegen, das wird kein Stall mehr und ist im Grunde auch zu niedrig, um Maschinen reinzustellen. Und ja, von daher, das denken wir schon ein bisschen dran rum, aber das wäre natürlich richtig teuer. Da könnten wir aber unser gut Geld rein investieren. Aber wie ich gerade gesagt habe, wenn wir so ein bisschen mit dem Hofladen das Problem, dass er halt nicht wirklich Gewinn abwirft und deswegen ist es fraglich, ob es da lohnt, sich so viel zu investieren. Deswegen, wir haben jetzt wieder mit dem Ackerbau, wollen wir jetzt wieder intensiver betreiben und eventuell investieren wir dann da ein bisschen Geld rein, dass wir hier mit dem Ackerbau vorankommen und hoffentlich ein bisschen, ja, alternative Einnahmequellen dann noch finden. Und ja, mal gucken. Die andere Variante wäre natürlich, dass wir irgendwie gucken, dass wir nochmal ein Ferienhaus oder sowas hier hinsetzen, fragt sie nur wo. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Platz hier auf dem Grund. Ich meine, wir haben ganzen Wiesen drumherum, aber dürfte sehr schwierig werden, eine Baugenehmigung dafür zu kriegen. Aber letztendlich, wie gesagt, ist das das, was sich am ehesten lohnt. Ne? So blöd es leider hier ist. Genau, ich habe heute was vor. Und zwar wollte ich jetzt beim Maschinenring anrufen und fragen, ob ich jetzt gleich den Miststreuer holen kann. Weil ich nämlich Mist auf die Wiese fahren wollte. Und genau das mache ich jetzt mal. Also, bis gleich. Leute, da sind wir wieder. Mischstreuer ist Fehlanzeige. Warum ist Mischstreuer Fehlanzeige? Tja, weil ich angerufen habe und dann hieß es, nee, der wird heute schon gebraucht. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben. Ich habe gefragt, wer den ausleihen wollte und dann hat derjenige am Telefon ein bisschen rumgestottert und ja, das er wüsste das auch nicht so genau und so und aber hat es gesagt bekommen und klang alles nicht so überzeugend. Ja, was soll ich sagen? Mein Verdacht, dass da jemand sich querstellt und nicht möchte, dass ich Sachen ausleihe bei Maschinenring, hat sich jetzt nochmal ein bisschen erhärtet und ja, irgendwie müssen wir uns da mal ein bisschen drum kümmern, aber ich habe ein bisschen eine Trotzreaktion und habe aus Trotz einfach mal im Internet nach Mischstreuern geguckt und habe mir gedacht, wenn das Ding schon nicht ausgeliehen werden soll, dann kaufen wir uns einfach einen. Und ich habe einen gefunden. Ist ein interessantes Gerät, ist ein alter Brandner, beziehungsweise so alt ist er gar nicht, ist Zustand zweifelhaft, Preis okay, Entfernung mit einem Schlepper eine halbe Stunde. Und ich denke mir, ich fahre jetzt einfach mal hin. Die Frage ist, fahre ich erstmal mit dem Auto weg oder fahre ich gleich mit dem Schlepper hin? Wir hocken uns gleich in den Schlepper, wir hocken uns gleich in den Schlepper und fahren da mal hin. Ich denke mir nämlich, dass ich den, wenn ich noch ein bisschen runterhandeln kann, tatsächlich kaufen werde. Gut, das bisschen mir. Ja. Es ist trotz Reaktion. Ihr wisst das. Es ist. Ihr könnt mir das ruhig sagen. Ne? Ich sollte das nicht tun. Ich sollte mehr drüber nachdenken und vielleicht noch ein besseres Angebot finden und. Aber mich ärgert das einfach so dermaßen, dass wir jetzt schon Ewigkeiten Mist fahren wollen. Und ne? Beim ersten Mal ist noch quasi hieß, dass wir das Ding zurückbringen sollen. Und seitdem haben wir nicht mehr wieder gekriegt. Und ja, mich ärgert das. Und deswegen, trotz Reaktion hin oder her, ich will das Ding jetzt kaufen. Es ist leider der einzige Mischstreuer in der Nähe, der interessant war. Die anderen sind alle weiter weg. Und ich könnte natürlich beim Händler gucken, ne, ob der mir einen neuen anbieten kann. Zu irgendeinen guten Konditionen. Aber wir haben ja gerade über Geld und Kredit gesprochen. Und ihr kennt mich, ne, ihr kennt mich aus Losberg. Ich halte da nicht so viel davon. Ne? Finanzierung von Maschinen und so. Erst recht beim Betrieb in unserer Situation.
und Größe, das lohnt sich einfach nicht. Also wir haben hier sehr viele neue Maschinen und ich bin da auch nicht so ganz mit einverstanden, also mit der Art und Weise, wie meine Frau und einige der Maschinen sind auch gekauft worden, als mein Schwiegervater da noch. Jedenfalls, ja, ist nicht ganz meins und ja, wir kriegen uns auch manchmal so ein bisschen in Wolle, meine Frau und ich, wie wir das mit den Maschinen machen, ob man lieber was Neues kauft oder lieber was Altes. Ich meine, sie hätte natürlich gerne einen neuen Schlepper, ganz ehrlich. Immer mal wieder haben wir darüber Diskussionen, ob wir nicht einen neuen Traktor kaufen, aber es kommt hier kein neuer Traktor auf den Hof. Ey, das ist doch vollkommen bescheuert. Wir gucken, dass wir gerade so Gewinn machen, da kaufen wir doch keinen neuen Schlepper. Ich meine, sie kommt natürlich dann wieder, ja, der Deutsche hat so viele Probleme und irgendwann geht was Größeres kaputt und so und neuere wäre dafür besser. Aber das rechnet sich einfach nicht, ne? Das ergibt einfach, das macht mathematisch einfach keinen Sinn. Und ja, wer weiß, ne? Also das, wir diskutieren da immer mal wieder, ne? Und so eine Beziehung besteht aus Kompromissen und wenn man so einen Hof zusammenfügt, dann muss man auch Kompromisse eingehen und ganz ehrlich, ich tue mich da ein bisschen schwer damit. Ich meine, ich bin das nicht gewohnt. Ich habe vorher immer gearbeitet in der Landwirtschaft, dann habe ich Losberg übernommen und da war alles, eine ganze Verantwortung lag bei mir, aber natürlich auch die ganze Entscheidungsgewalt und entsprechend habe ich das alles einfach so gemacht, wie ich das dachte. Und ich bin das nicht so wirklich gewohnt, dass man solche Sachen bespricht, weil es war ja auch, ich meine, ganz klassisch, wenn man einen Hof übernimmt, hat man meistens Eltern, ne, die einen Hof vorher hatten, die einem immer reinquatschen und so. Ich hatte ja niemanden, der mir reinquatscht. Ne, ich meine, mein Onkel hat sich verzogen, keinen Bock mehr gehabt auf den Hof. Und sonst hat sich auch keiner aus der Familie dafür interessiert. Und letzten Endes habe ich eigentlich machen können, was ich wollte. Und ich bin das gar nicht gewohnt. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt und deswegen, das wird definitiv noch ein bisschen Konfliktpotenzial immer wieder geben. Und von da kann auch durchaus sein, dass ich da eine Sache einen Kompromiss eingehen muss, den ich nicht mag. Also wenn eines Tages ein neuer Schlepper auf den Hof kommt oder so, war nicht meine Entscheidung, aber dann, wie gesagt, wir tragen gemeinsam die Verantwortung und da muss man eben manchmal auch Sachen machen, die einem nicht so gut gefallen und wird sich ja dann rausstellen, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Von daher, aber zurück zum Thema, wie gesagt, mitunter möchte ich auch deswegen den Mischstrahl so schnell kaufen, bevor meine Frau da auf die Idee kommt, dass wir einen neuen brauchen und tatsächlich noch zum Händler geht und wir uns da ein Angebot machen lassen. Und vielleicht macht er dann doch ein gar kein so schlechtes Angebot und dann kaufen wir doch ein neues und dann haben wir wieder eine Finanzierung am Laufen. Oder wir zahlen das dann direkt Cash, wir haben das Geld, aber stell dir mal vor, ich zahle hier so 20, 30 für einen Mischstrahl oder sowas. Das ist ein Haufen Kohle, was man mit der alles machen kann mit der Kohle. Von daher, ja, der ich mir jetzt angucke, soll 6,5 kosten. Ist, wie gesagt, ist im Brand noch nicht ganz so alt, nicht ganz so neu. Von der Größe ungefähr so wie der Farmtech, deswegen dürfte er schon passen. Und ich würde mal sagen, ich fahre jetzt einfach mal hin und wir sehen uns gleich oder bis gleich. So, da sind wir wieder und dann war doch keine halbe Stunde weg, war quasi fast im Nachbarort. Ja, es gibt ja tatsächlich zwei Orte mit demselben Namen und wenn ich nicht auf dem Weg das Straßenschild gesehen hätte und dann in meinem Kopf irgendwie gedacht habe, Moment mal, habe ich denn die Postleitzahl überprüft? Wäre ich tatsächlich ins Falsche gefahren? Ja, dann habe ich kurz angehalten und habe doch mal nochmal nachgeschaut, woher Postleitzahl und siehe da, es steht tatsächlich zwei Orte weiter das Ding. Das ist es jetzt jedenfalls und ihr seht, na, die Lackqualität ist nicht die allerbeste, der wurde mal überlackiert. Das ist kein Originallack, der ist, ne, ist ein bisschen Bauernblind sozusagen und deswegen sind auch die Decals alle, die passen nicht so richtig. Aber es ist zumindest hochwertiges Bauernblind, weil wie gesagt, ne, wer macht sich die Mühe, Decals wieder drauf zu bappen und so. Da hat sich schon jemand angestrengt, dass auch alles, ne, selbst sicher die kleinen Aufpepper wieder dahin sind, wo sie eigentlich hingehören. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, ich glaube, der Original hatte hier nicht so herwarn Aufpepper, von daher, ich glaube, der hatte die weiter unten oder woanders. Deswegen, ich glaube, der hat einfach irgendwie so ein Set halt gekauft für Mischstreuer oder sowas. Das war ein Landwirt, der ebenfalls ein kleiner Landmaschinenhandel hat. Deswegen hat er da vielleicht irgendwie Zugriff auf irgendein Aufkleberpaket oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls wurde das Ding überlackiert und ja, wohl schon vernünftig gemacht. Und die Farbe blättert nirgendwo ab, also ordentlich sauber gemacht, nicht über den Dreck drüber lackiert. Aber es ist definitiv übergejaucht. Er hat hinten so ganz komische Räder drauf, ne? Also Schlepperprofil, aber sehr merkwürdiges. Nicht ganz billig. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde, keine Ahnung. Ich habe da so eine Vermutung, nachdem der ja Händler ist, dass er die irgendwie übrig gehabt hat. Wie auch immer, ne, durch irgendwie Falschbestellung oder sowas und die Zurücksendekosten oder sowas wären zu hoch gewesen. Oder, keine Ahnung. Jedenfalls kann ich mir sonst keinen logischen Grund erklären, warum jemand solche Reifen da drauf machen sollte. Ich meine, es macht an sich schon Sinn, ne, wegen Traktion und so.
Kann sein, die sind ein bisschen, definitiv sind die Spur stabiler, denke ich mal, als am Hang und so, wenn es ein bisschen schräg ist, als so eine ganz glatte typische Mistreue-Reifen. Aber wie gesagt, die sehen ja sehr, fast neu aus, von daher sind ein bisschen teuer, um einfach so ein Mistreue drauf zu machen, denke ich mir. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich habe nicht danach gefragt, hätte ich vielleicht machen sollen. Ansonsten so sah das Ding aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Heckklappe ist auch nicht original. Ich glaube, die wurde später mal dazu gemacht. Ich glaube, der hatte original gar keine. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der original einen Stauschieber hat. Also da ist ziemlich verbastelt an dieser Kiste. Aber er läuft. Ich habe ihn mir vorführen lassen. Und es ist angeblich ein 8-Tonner. Unterlagen gibt es dazu, aber nicht so wirklich. Ich habe also kein Typenschild gefunden, wo es drauf steht. Ja. Das wurde wohl überlackiert. Jedenfalls, das ist jetzt unser Mistreuer. Ich konnte noch gleich ein bisschen runter handeln. Wir haben jetzt 6.200 dafür bezahlt. Und ja, da steht das Teil. Und ich denke mal, für 6.200 ist das definitiv gut angelegtes Geld. Also, jetzt können wir selber streuen. Wir haben gar kein Theater mehr. Es ist allerdings so, dass ich glaube, dass die Folge schon zu Ende ist. Sonst würde ich jetzt eine Runde Mistreuen fahren mit euch. Aber ich glaube mal, das verschieben wir auf die nächste Folge. Und im Übrigen können wir auch dieses Teil wieder zurückbringen. Da brauchen wir es ja nicht mehr. Jetzt haben wir wieder unseren Frontladerschlepper. Ja, so machen wir das. Genau so machen wir das. Also, in diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.